Was ein Akt, liebe Zocker und YouTuber. Willkommen zu No Man's Sky. Und ich musste euch schon so ein bisschen was rausschneiden. Ich bin ja immer noch dabei, hier in der Expedition den letzten Schritt hier zu machen. Hier das mit den Erinnerungshotspots. Und ich hatte ja den Resonator gebaut und habe in jedem Sternsystem, wo ich vorbeigekommen bin, ich bin ja schon weitergeflogen, dachte mir, ich mache schon mal ein paar Meter zum nächsten Ankerpunkt und habe in jedem Sternsystem versucht, das Ding zu benutzen. Überall gab es Fehlermeldungen. Ich habe nicht rausgekriegt, was ich machen muss, bis ich mal unten geguckt habe, da unten rechts steht es, erreiche den Planeten Enect. Ich muss das tatsächlich, man muss diesen Resonator tatsächlich beim ersten Ankerpunkt verwenden und wenn man den, wo ist denn das Ding, und wenn man da schon weiter gehopst ist, dann hat man ein Problem, weil man muss zurück zum System Zebrak Elevin. Und nur in diesem System, auf dem Planeten Enect, da kann man diesen Resonator verwenden. Das war nicht so ganz klar, aber naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt wieder in dem ersten System. Wer schon Ewigkeiten weitergeflogen ist wie ich, der kann als Hilfenmeldung, ihr müsst jetzt nicht den ganzen Weg zurückfliegen, sondern ihr holt einfach die Anomalie, geht da in den großen Portalraum und mit dem Portal, da gibt's, wenn man Glück hat, ich glaube für alle, eine Portalstation, hier die Raumstation im System Ebrak, ich zeig's nochmal, hier im System Zebrak Elevin, da springt ihr hin und dann müsst ihr den Planeten Enect suchen. Aber das ist nicht so ganz klar geworden aus der Questbeschreibung. Wenn ich da mal gucke hier, ja. Da steht ja nichts hier, ne? Das steht ja da nicht. So, man kann zwar auf, glaube, man kann auf Details klicken, ne, geht auch nicht. So, unten rechts steht es dann hin und wieder mal eingeblendet, wie jetzt gerade, erreiche den Planeten Enect. Aber es ist ein bisschen verworren. So, das heißt, wir suchen jetzt diesen Planeten. Ihr habt nicht viel verpasst. Ich habe euch nicht viel rausgeschnitten. Ich habe euch... Was ist das, der Planet Enect? Das ist der Elyn. Wir brauchen Enect. Das ist Enect. Nehmen wir den. Speichersignal, keine Ahnung, was das ist. Komm, wir fliegen den jetzt einfach mal. Larve. Ah, komm, springen wir die Larvenfarm an. Ist immer gut. Also, es ist ein wenig. Kann man eigentlich die Kamera umschalten? Nee. Hör auf damit. Es ist ein wenig verwirrend. Aber ich hoffe, jetzt können wir endlich den letzten Meilenstein für die Phase 1 abschließen. Ich war schon 8 Systeme weiter und dachte mir, wo muss ich denn diesen doofen Resonator verwenden? Bis ich mir mal wirklich da unten rechts, bis ich über diese Meldung gestolpert bin. So nach dem Motto, fliege bitte zu Enect. Dachte, was ist denn Enect? Und dann guckte ich nochmal nach und stellte fest, ah, das ist dieser erste Planet gewesen, also der erste Ankerpunkt. Naja, habe ich ein bisschen umsonst Ressourcen verballert, aber mein Gott, zumindest bin ich nicht gestorben. Uah, was ist das? Da ist eine Basis. Warum habe ich mir die Basis ausgesucht? Weil da kann man sich zur Not erstmal erholen. So, ab in die Basis. Oder wir können ja erstmal, warte mal, wir können ja erstmal den Resonator verwenden. Nicht identifizieren. Nee, nahegelegenes Loopmuster manifestiert. Keine Ahnung, was ist denn ein nahegelegenes Loopmuster? Wo ist das nahegelegene Loopmuster? Sieht's wer? Erreiche den Loop-Hotspot. Ich sehe ihn ehrlich gesagt nicht. Das ist da? Merkwürdiges Vorkommen, nee. Ich weiß nicht, wo er ist. Wo ist das Loopmuster? Das ist eine Höhle, da könnten wir erstmal reingehen, oder? Ist ja finster hier. Ist gar keine Höhle, doch, ist eine Höhle. Wird es jetzt wärmer hier drinne? Ja. So, wo ist denn jetzt dieses... Dusselige Loopmuster. Ich guck mich mal ganz in Ruhe um. Warte mal, da. Nee, oder? Loop-Erinnerungs-Hotspot. Okay, das ist ein bisschen weit weg, um zu laufen.
Das heißt, wir nehmen jetzt in der Tat unser Raumschiff und fliegen dahin. Es ist Sturm draußen. Wollen wir mal, wenn wir schon mal hier sind, das Loopmuster läuft ja nicht weg. Wollen wir mal ganz kurz hier in die Basis reingehen? Würde mich mal ganz kurz interessieren, was das ist. Ach, ist das... Was ist denn hier los? Das hat kein Spieler gebaut, oder? Nee. Vorsicht. Das hat kein Spieler gebaut. Ich will das da haben. Sauerstoff ist immer gut. Sauerstoff ist nämlich, wie ich festgestellt habe, echt knapp. Ein Akku ist auch nicht schlecht. Verdichteter Kohlenstoff ist auch okay. Was ist, wenn man das hier angrapscht? Nutzer identifiziert. Datenprotokoll, Analyse, tralala. Datenprotokoll analysieren. Was kriege ich dafür? Keine Ahnung. Naniten. Naniten ist immer gut. So, gibt es hier noch irgendwas? Das ist eine verschlossene Tür. Da brauchst du gar... Warte mal, irgendwie konnte man die Lampe anmachen. Nein, ich sagte die Lampe an. Where's my lamp? Ich will keine Geste machen. Okay, ich weiß nicht, wie man eine Lampe anmacht. Gut, gut. Irgendwie müsste man eine Lampe anmachen können. Aufrüstung? Was ist das? Komm, wir gehen jetzt raus hier. Was ist das? Ach, hier können wir auch mal... Warte mal, guck mich mal hier ein bisschen um. Aber hier ist nur Gedöns. Kann man das abbauen? Tatsache. Komm. So ungestört können wir selten abbauen. Das hier, das kann man das auch abbauen. What is this? Nein, nein, nein. Ich fortunisiere mich. Was war das denn? Herr im... So. Wo ist jetzt... Ich sehe gerade nicht den... Versuch gerade den. Da ist er, warte mal. 54 Minuten. Komm, erstmal nach oben. So, wir müssen dahin. Zum Loop-Erinnerungs-Hotspot. Kam da erstmal so ein Viech um die Ecke. Was heißt ein Viech? Es waren viele Viecher. So. Nebenbei erwähnt, auf meinem Weg da, was ich euch nicht gezeigt habe, das hat eine Stunde gedauert, die 8 Systeme. Ich musste zwischendurch auch noch forschen. Farmen. Habe ich noch ein paar Sachen freigeschaltet. Ich zeige euch das mal kurz. Hier ein paar neue Slots habe ich gekriegt. Die kriegt man automatisch, wenn man Meilensteine erreicht. Hier so ein paar Module, auch ein erweitertes, fortgeschrittenes Minenlasermodul und so weiter. Ja, also wir haben auch da ein paar Sachen dazu gekriegt. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Das machen wir ins Raumschiff. Machen wir auch mal ins Raumschiff. Ich brauche ja ein bisschen Platz. So, wo ist denn jetzt der... Das jetzt nicht hier irgendwo sein. Wir können ja erstmal hier das Ding angrapschen. Das wird es aber nicht gewesen sein. So. Ah! Aha, aha. 700 Meter. Okay, ist noch ein Stück. Kann man das mal abbauen hier?
700 Meter. Ich hoffe, ich laufe richtig. Erreiche geschätzte Zielerfahrung. Ist das richtig? Vergangenheit? Ich glaube ja. Wird schon richtig sein. Moment mal, ich muss mal kurz gucken, habe ich genug? Ja, haben wir noch genug. So, 500 Meter. Nein! Ach, da kann ich jetzt überhaupt nichts mit anfangen. Vorstehenden Sturm. Da hinten ist nochmal Sauerstoff, das ist nicht schlecht. 400 Meter. Echt? Warum denn noch so weit? Gib her. Eigentlich müsste ich mich... Ja, ich müsste mich eigentlich so lange mal eingraben. Warum ist denn das noch so weit? Ich bin doch... Ich laufe doch drauf zu, oder? Warum nimmt denn das geschätzte Entfernung? Warum nimmt denn das... Ah! Ich glaube, ich muss mich mal eingraben. Nein, ist überhaupt kein extremer Kälteschaden. Ich grab mich mal ganz kurz ein, ja. Ist jetzt wärmer? Ja, ein bisschen. So, ich bin ein bisschen verwirrt. Da ist mein Raumschiff. Da muss es doch sein. Ach, das schwankt von sich aus. Wie blöd ist das denn? Ich bleib mal kurz hier drinnen, ja? Hm. Mir geht nämlich langsam der Sauerstoff aus. Andererseits, komm! Lauf! Aber man hat den Eindruck, man kommt nicht näher, ne? Ja, doch, so ein bisschen, aber nicht sonderlich. Naja, doch, doch, doch. Aber es sind... Ah, ich erfriere hier. Hm, was ist denn jetzt leer hier? Ja, extremer Kälteschaden. So, hier Silikatpulver. Exosanzug. Hier, Vorsicht. Ich hab doch schon alles wieder repariert. Ist das richtig? Da ist richtig. Was war das für ein Geräusch? Es gefällt mir hier gar nicht, so viel kann ich euch sagen. Aber ich muss ja auch hier unbedingt bei Nacht rumkrebsen. Bei Sturm. Was ist das? Keine Ahnung. 175 Meter. Ah, wir nähern uns der Sache. Schon wieder ist der Wärmeschutz runter. Ich werde hier sterben auf dem Planeten. Ich sehe das schon. So, Lauf. 130 Meter. Hier muss es irgendwo sein. Sieht's wer? Da!
Mann, was ein Akt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich muss mich beeilen. Ich hoffe, ich verdiene Sicherheit nur für mich und die Beute. Erinnerung beanspruchen. Was zum... Na, ich habe jetzt keine Zeit für so einen Mist. Wo denn? Da. Habe ich sie alle erwischt? Nee. Hau. Ja, ich weiß, aber hier ist ein Vieh. Nein, nein, ich bin verreckt. Nein, alles nochmal. Naja, nicht alles noch. Ich meine, wir kriegen ja unsere ganzen Sachen zurück, aber alles nochmal. Ah, aber... Das Problem war halt, dass ich da in dem Sturm rumtouren musste und mit diesen Viechern rumtouren musste. Nein. Nein. Du alter Knödel, was ist das? Speichersignal. Wo ist mein... Na, ich bin mal gespannt. Jetzt haben wir ja einiges geschafft. Wo ist mein... Da ist mein Schiff. Nein. Meilenstein abgeschlossen. Auferstanden aus der Asche. Keine Ahnung, was das für ein Name war. Nein, ich habe versagt. So, wo ist mein Raumschiff da? So ein Mistikaki. Aber gut, das ist halt diese Expedition, ne? Verrecke, verrecke, bis du Spaß an der Sache gefunden hast. So. Nein. Rage Quit. Nein, nicht Rage Quit. Wäre, ist ja roguelike, die Expedition, und dann ist die halt so. So, aber jetzt müsste ich meine ganzen, sobald ich ins Raumschiff einsteige, müsste ich alle Erfolge wieder haben. Hoffe ich. Da ist Sauerstoff, die können wir gleich mal mitnehmen. Hallo, du Stinktier. Ein neuer Anfang, Meilenstein, du hast das Raumschiff erreicht. Ja, ja. Nein, lass mich in Ruhe. So, wartet mal, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Jetzt müssen wir bei der Expedition... Jetzt müssen wir trotzdem wieder komplett von vorne anfangen, ne? Sehe ich das richtig? So, lass mal kurz gucken. Ja, komm, spür's mal auf. Da muss ich jetzt echt alles... Ich muss echt alles nochmal machen. Sacre bleu. Habe ich hier natürlich alles Mögliche gekriegt, ne? Jetzt fängt das schon wieder an. Wärmeschutzmodul. Aha. Was? Aber ich hatte doch beim letzten Mal, hatte ich doch alles schon gehabt. Wir gucken gleich mal. So. Das ist ein Wärmeschutzmodul. Das packen wir einfach mal. Wobei das... So. Muss mal ganz kurz aufräumen, ja? Erlaubt er mir sicherlich. Echt jetzt? Oh, das ein bisschen ärgert mich das ja schon, ne? So ein bisschen bin ich ja schon angefressen. So, Exosuit-Anzug. Da sind die Sachen. Ich hatte ja schon viel mehr. Schildmodul.
Technologie. Da, Schildmodul. Sekundäres Gitter, Verteidigungssysteme, Schildstärke. Von was? Ach, vom Exo-Anzug. Das ist nicht schlecht. Komm. Was ist jetzt los? Geschenk aus der Vergangenheit erhalten. Okay. Was ist das jetzt? Sind jetzt meine restlichen Sachen? Ich habe so den Verdacht. Ich glaube, ich kriege jetzt so nach und nach hier die ganze Zeit. Ich muss mal ganz kurz hier sortieren. Haupt. So, warte mal. Was hat er mir jetzt da gerade gegeben? So. Sieht das gut aus? Ich glaube im Moment, ja. So, das Raumschiff muss repariert werden. Das machen wir gleich. Ich muss hier so lange aufräumen. Packen wir mal da rein. So, das kann man noch nicht reparieren. So, jetzt gucken wir noch mal in die Expedition. Bin verreckt. So, jetzt können wir das hier... Ne, das hier können wir... Multiwerkzeug, aha. Was ist das? Vorkonfigurierter Impulswerfer. Keine Ahnung, ob ich den brauche. So. Haben wir noch irgendwas gekriegt? Nein. Ich bin verreckt. So, iterieren, wiederholen. Hermetisches Siegel, jawohl. So, sieht das gut? Was ist das? Vorkonfigur Kampf. Das ist wahrscheinlich für Kampfvisier. Das ist für. Ach, das Ding. Okay. Automatisches Wiederaufladen der Stabschubdüsen. Das ist auch nicht schlecht. Das kann man nicht verschieben. Das müssen wir erstmal reparieren. Okay. Gut, 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 gut. Hammer, hammer, hammer. Hammer, hammer, hammer. Aber mir war der... Ich war der Meinung, die bleiben mir... Achso, die Belohnung blieb mir erhalten, ne? Der Rest blieb mir nicht erhalten. Ist das Grütze? Da haben wir aber echt... Da haben wir aber echt hier... Da ist ein böses Tier. Da muss man ja echt aufpassen. Irgendwas greift mich an. Oder? Nein. Oh, Entschuldigung, du bist ja. So, bau das mal ab hier. Ja, da seht ihr, also das ist ja. Das ist ja richtig dreckig berstig. Ich dachte, wir können zumindest eine kleine Abkürzung laufen, aber wir können keine laufen. Wir müssen echt alle Erfolge nochmal machen. Da wäre ich natürlich dann, ich würde mal sagen, das zeige ich euch dann nicht, oder? Das schneide ich euch raus, wenn ich nochmal sterben sollte. Wie jetzt. Und dann nochmal alles machen muss. Ich würde mal sagen, das schneide ich euch raus. Wobei ich weiß ja jetzt, wie es geht. So ist es ja nicht. Ich hätte gedacht, ich... Zumindest die Baupläne behalte ich. Nee, behalte nix. Nada, niente. Derbe. Au! Nein, nicht nochmal angreifen. Der Onkel mag nicht mit dir spielen. Der Onkel geht mal ganz kurz hier rein. So, aber jetzt wissen wir zumindest, warte mal, was müssen wir da? Reines Ferrit und die Wasserstoffgelee brauchen wir. So, jetzt können wir das da reinpacken.
Und reines Ferrit brauchen wir noch. Gusch! Böses Tier. Wir brauchen reines Ferrit. Meine Güte. Ja, schreibt es mir in die Kommentare. Wollt ihr das nochmal sehen? Oder soll ich euch immer nur dann mitnehmen, wenn ich wieder auf demselben Niveau bin? Eure Entscheidung. So, hier, was brauchten wir? Reines Ferrit. So, in der Zwischenzeit, während ich hier reines Ferrit... Was brauchen wir hier für das hermetische Siegel und Metallplatten? Das heißt, eigentlich können wir hier weiter Ferrit sammeln. Das war kein Ferrit, ich weiß. Da unten gibt es was einzusacken. Da unten ist so ein dreckiges Vieh. Das nehmen wir auch mit. Guck, das greift mich schon wieder an, oder? Moment, was habe ich da eingesammelt? Das. So, jetzt holen wir uns noch das. Das kann weg. Ich muss mal gleich mal nachgucken. Ach, die Belohnungen sind auch weg, oder? Also die Baupläne. Fürchte ich. So. Jetzt gib mir mal hier kurz das Zeug raus. Exo-Anzug mitnehmen. Boah, was für ein berstiges Ding. Ich ärgere mich immer noch über den Tod. Der war richtig unnötig. So, das da. Ich guck mal ganz kurz. Ja, tatsächlich. Es ist tatsächlich alles weg. Ich muss tatsächlich alle Erfolge nochmal runter rattern. So, das auch. Zack. Und das hermetische Siegel habe ich ja jetzt auch zumindest. Was brauche ich für das verdichteter Kohlenstoff? Okay. Verdichteter Kohlenstoff. Dafür brauchen wir diese Bäumchen da. Also wir brauchen Kohlenstoff allgemein. Ja, also ich warte jetzt hier ab, wie ihr wieder dazu steht, ob ihr den ganzen Schmus dann nochmal sehen wollt. Das kann nachher richtig berstig werden. Wobei ich glaube, da gibt es nachher Abkürzungen. Ich glaube gelesen zu haben, dass es für später Abkürzungen gibt. Ist das Ding leer oder was? Vermutlich. Ja, ist leer. So. Das brauchen wir. Ich meine, der erste Tod war ja kein richtiger Tod. Der erste Tod war ja beabsichtigt. So. Hätten wir. So, jetzt bauen wir das da noch. Da kommt ein bisschen was rein. Hier kommt normaler Kohlenstoff rein und dann bauen wir uns da verdichteten draus. Das wird aber nicht reichen, glaube ich, ne? Wir brauchen noch mehr Kohlenstoff. Komm. Kohlenstoff. Da. Schnell reinpacken. Ja, schnell ist nicht. Gut, Kohlenstoff. Zack, verdichteter Kohlenstoff. Zack. So, das müsste reichen. Haben wir hier noch irgendwas gefunden? Das können wir noch nicht abbauen. Mal hier noch ein paar Sachen mitnehmen, die wir auf jeden Fall brauchen. So,
So, was ist das da? Das können wir auch mal mitnehmen. Berstig. Ich ärgere mich. War vor allem so ein sinnloser Tod. Richtig sinnloser Tod. Naja. Leben ist hart. So, warte mal, was wollte ich? Jetzt wollte ich das Ding reparieren, ne? Ne, warte mal. Wir müssen ein hermetisches Siegel bauen. Zing, zang, zong. So. Was mussten wir dafür machen? Berichte Bolo in der Anomalie. Okay, dann erstmal in die Anomalie. So, also. Ihr entscheidet. Was ist das da oben? Ein Frachter. Ihr entscheidet, wie es weitergeht. Ob geschnitten wird oder nicht. Und bis dahin sage ich danke fürs Zusehen. Euer Mr. Fleck aus No Man's Sky. Verdammt, ich bin verreckt!